Der Schmerz des Abschieds ist nichts im Vergleich zur Freude des Wiedersehens. Und es ist wirklich schön, endlich wieder in Silverstone für den großen Preis von Großbritannien zu sein. Der Enthusiasmus der Einheimischen für die Formel 1 ist nach wie vor riesengroß. Und auch heute standen wieder kilometerweite Schlangen auf der A43. Denn alle wollen sie hierher zum Home of British Motor Racing. Mit seinen Überholmöglichkeiten am Ende der Wellington und Hangar Straight bietet der 5,79 Kilometer lange Silverstone Circuit hautnahe Action. Mit ihren 18 Kurven und einer durchschnittlichen Rundengeschwindigkeit von 233 ist die Rennstrecke eine der schnellsten und längsten des gesamten Kalenders. Für den Grand Prix werde ich heute erneut von Stefan Römer unterstützt. Reden wir über Richter. Was denkst du über ihre bisherige Performance in dieser Saison? Es war ein sehr solides Jahr für sie und es gab natürlich jede Menge unglaubliche Leistungen. Aber was mich wirklich überrascht hat, war die Konsistenz. Mit dieser Form erwarte ich heute ein weiteres spannendes Rennen. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Lewis Hamilton startet heute von der Pole und Richter macht die erste Reihe komplett. Im Rest der Startaufstellung haben wir Verstappen, Bottas, Pierre Gasly und Perez, Leclerc, Vettel, Hülkenberg und Kevin Magnussen, Ricciardo, Weber, Carlos Sainz Jr. und Norris, Grosjean, Butler, Kimi Räikkönen und Alexander Albon. Russell und Lance Stroll startet am Ende der Startaufstellung. Und jetzt wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. This is the team's home race. We're all relying on you to impress today. So, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück zum Rennen aus England. Zweiter. Nicht, dass ich mir so erhofft hatte, aber alles noch drin. Gut. Gehen wir rein. Ins Rennen. Rennen Nummer 10. Vorteil ist, dass die Kurve nicht so hoch. Vorteil ist, dass die erste Kurve eine Rechtskurve ist. Wenn wir es schaffen, direkt am Start und daneben zu kommen, können wir tatsächlich schon kassieren. Spätestens hier am Ende. Weil ich will ihm schon seinen Heimsieg vermasseln und fürs Team den Heimsieg holen. Aber wie gesagt, mal schauen. Können wir die Saison schon unseren 10. Saisonsieg im 10. Rennen holen? Dann haben wir so gut die Halbzeit schon. Und ich vermute, jetzt auch eine dritte Saison noch fahren. Aber dann auch mal nochmal ein Team. Renault oder irgendwie sowas. Oder Toro Rosso oder so. Oder Haas. Irgendwas von den dreien. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Jetzt konzentriere ich mich erstmal auf dieses Rennen hier. So, mal auf niedrig gehen. Bisschen ERS sparen. Zwar bloß im relativ guten Start, wenn wir uns den Hamilton schnappen können. Start hat funktioniert. Aber nicht so ganz, wie ich das wollte. Ich
eine kleine Verwarnung. So, mal gucken. Nächste Kurve ist die Linkskurve. Da komme ich aber nicht daneben, ne? Nee. War da schon ein bisschen rausgekommen? Ich will das Ding eigentlich nur noch holen. Ja, können unseren Angriff abwehren. Ne, wirklich weg kommen wir nicht. Ja, ran kommen wir nicht. So, jetzt sind wir wieder drin. Das hat uns so ein bisschen gebracht. Die haben wir noch nicht. Das heißt, die Hilfe haben wir noch nicht. Green Flag. So, jetzt könnte es einfacher werden, den zu überholen. Jetzt haben wir nämlich, dass der ist. Jetzt müssen wir aber unter einer Sekunde drankommen und es jetzt plötzlich abreißen lassen hier. Zehn Runden, also wir haben noch 10. Mal zwischenzeitlich zeigen, aber noch nicht so in Position, wie ich das gerne hätte.
Jetzt sind wir deutlich besser rausgekommen. Jetzt kann es vielleicht versuchen zu nutzen. Vorbei. Gott sei Dank. Ja, ich schieße im Auto vorbei. Aber die hat sich direkt hinter mir. Das muss ich natürlich hinter mir halten. Fliegen sogar noch Dinger an mir vorbei. Ha. Problem ist, hat er natürlich den. Kusch, kusch, auf Platz da. Definitiv nicht einfach werden, ihn jetzt nicht damit zu halten, noch hier. Aber genau das ist das Ziel. Gucken, bis wir wegkommen. Konzentrieren. Geil, ich muss wirklich viel zu quatschen. Dass ich ohne ist. Gott sei Dank wurde das so davor gesetzt. Der Angriff. Ah, klar. Für Finger. Klar, der will seinen Heimsieg. Und unsere Siegesserie reißen lassen. Das wäre jetzt das 10. in Folge, wenn wir das Ding gewinnen würden. Da geht es nur gegen uns verteidigen. Ich komme immer wieder ein bisschen weg aus der Kurve. Ja, jetzt will er ran. Kommt aber nicht. Und das Gelb. Da scheint er sich gedreht zu haben. Das heißt, es ist ein bisschen Ruhe. Welche Halbzeit des Rennens? 7 Runden noch.
Ja, habe ich auf dem Schirm. 3,7 der Abstand, der wird größer, das ist gut. Das ist beruhigt. Natürlich kommt jetzt alles an uns vorbei da. Das ist natürlich alles nicht Gutes. Wo bitte jetzt nicht noch die zwei da hinten? Dann hängen wir nämlich auf 18. Gut, die waren alle noch nicht in der Box. Ich muss jetzt erstmal die Reifen auf Temperatur bringen hier. Hab einen. Für Außenbahn. Oh, hau ab. Lass Platz. Vorbei. An beiden. Relativ schnell, das ist auch wichtig. Dann jetzt, aber wie gesagt, alle noch nicht in der Box gewesen. Teamkollege in der Box. Carlos is in for his stop. We have 5 laps of fuel remaining. Siebter jetzt. Klingt schon mal besser als 16. Aber da fehlen noch 6 Autos für uns. 4 Runden haben wir noch. Aber die müssen alle noch in die Box. Alle noch da vorne. Okay, gap ahead is 6.4 seconds. Abstand 6,4 Sekunden. Aber wie gesagt, wir haben unseren Boxenstopp absolviert, die vorne alle nicht. Das sollte eigentlich dann auch locker für den Sieg reichen. Wenn man eine halbe Sekunde aufgeholt. Jetzt sind sie alle in der Box. Hülkenberg ist stopping now. Na, nicht alle. Einer fehlt noch. Drei Runden noch. Der Vorteil kann auch nicht sein, dass er noch nicht durch war, noch nicht durch ist. Ja, der muss noch in die Box, auf jeden Fall.
Sonst werden wir das Ding nicht gewinnen. Weil 17,3 Sekunden hole ich nicht in drei Runden auf. Nee. Richtig, er war noch nicht drin. Jetzt ist er nämlich drin. Gut. Beruhigen. Dann kann ich noch ein bisschen Benzin pushen. Erster Ausfall, Ricciardo. Vorletzte Runde. Schon klar. Tino. Oh, nochmal neue Bestzeit. Sollte passen mit dem Sprit. Sektor 2, nochmal. Ich könnte nochmal eine neue schnellste Runde geben zum Abschluss. Thank you.
Und das ist es noch geworden. Sieg Nummer 10. Eine wunderbare Leistung heute von McLaren. Stefan Römer, was denkst du, wie sie dieses Resultat erzielen können? Ich denke, dass das Resultat größtenteils dem Temperament geschuldet ist. Er hat es einfach geschafft, kühlen Kopf zu bewahren, als alle anderen die Fassung verloren haben und dadurch das Maximum aus dem Auto rausgeholt und die Strategie optimiert. Mehr oder weniger ohne Probleme. Die Fahrer sind auf dem Weg hinaus zur Siegerehrung mit McLaren an der Spitze. Gratulation an das gesamte Team für diese fantastische Leistung. Werfen wir einen Blick auf die aktuelle Fahrerwertung. Richter vergrößert den Vorsprung in der Weltmeisterschaft. Wer war nach diesem unglaublichen Rennen dein Fahrer des Tages, Stefan Römer? Für mich ist es Kimi Räikkönen. Er ist jemand, der einfach nicht genug Aufmerksamkeit bekommt, trotz seiner sehr guten Leistung auf der Strecke. Es ist Zeit, einen Blick auf die Situation in der Konstrukteursweltmeisterschaft zu werfen. Der aktuell Führende der Meisterschaft hält die Position, aber der Abstand wird kleiner. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Gut, dann haben wir das auch durch. Gucken wir schnell auf die Tabelle. Vorsprung der Fahrerwertung ist gestiegen, klar. 139 Punkte. Sieht gut aus. Und fast 40 in der Team-WM. Okay, gut. Auf der Strecke. Nun zu ein paar Fragen. Oder was? Sie übertreffen alle Erwartungen, die man an Sie gestellt hat. Kann Sie noch irgendetwas aufhalten? Was haben Sie uns in Bezug auf die Zusammenstöße zu sagen? Nee, ich habe gar keine gesehen. Glauben Sie, dass Ihr Rivale aus diesem Kräftemessen mit Ihnen etwas gelernt hat? Danke für den Kommentar. Gut. Tolle Arbeit an diesem Wochenende. Dich auf dem Treppchen zu sehen, macht mich stolz. Gut, dann sind wir da durch. Gucken, was wir nächste Rennwochenende haben.